Hallo zusammen. Es freut mich, euch zu unserem nächsten Talk begrüßen zu dürfen, zu Überwachung in der Schweiz, einem Realitätsabgleich 2019 von Victor Györfi. Er ist Präsident von Grundrechte.ch und natürlich auch bei der IGES aktiv. Und unserem Geschäftsführer Erik Schönberger, a.k.a. Kire. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einführung. In der Keynote hat uns Katharina Nothun eindrücklich gezeigt, wie private Unternehmen uns nachstiefeln. Wir möchten uns nun der staatlichen Überwachung in der nächsten Stunde zuwenden und schauen, wie es aktuell in der Schweiz aussieht. Wir möchten dies in drei Teilen tun. Zuerst werde ich in die Überwachung im Rahmen von Strafverfahren einführen, bevor dann Victor Györfi übernehmen wird und auf die geheimdienstliche Überwachung eingehen wird und dann auch mit einem Fazit schließen wird, was wir tun können. Kommen wir gleich zum ersten Teil, zur Überwachung im Rahmen von Strafverfahren. Hier sind zwei Gesetze maßgeblich. Es ist einerseits das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, abgekürzt BÜPF. Dieses regelt die Pflichten und die Aufgaben der zuständigen Behörde, des Dienst BÜPF und der Provider, die Überwachungen vornehmen müssen. Und damit verzahnt ist die Strafprozessordnung, die StPO, welche dann den Strafverfolgungsbehörden Möglichkeiten einräumt, auf diese Daten zugreifen zu können. Das Bundesgesetz betreffend Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs wurde überarbeitet und ist in der neuen Variante seit dem März 2018 in Kraft. Seit dem neuen Gesetz gibt es drei verschiedene Kategorien von betroffenen Personen oder Unternehmen, die Überwachungen vornehmen müssen. Sind dies einerseits, das waren sie schon früher, die Fernmeldedienstanbieter, abgekürzt FDA. Das sind die Access Provider, die uns Zugang zum Internet ermöglichen, also typischerweise eine Swisscom, eine UPC etc. Und dann, das ist eine neue Kategorie, das sind die sogenannten Anbieter von abgeleiteten Kommunikationsdiensten, AAKD abgekürzt. Das sind Diensteanbieter, die aufbauen auf diesen Zugängen Kommunikationsdienste für uns Menschen anbieten. Also die uns eine E-Mail-Plattform zur Verfügung stellen, eine Chat-Applikation, Messaging etc. Und es gibt eine Kategorie von Personen, die ihren Zugang zum Internet wiederum anderen zur Verfügung stellen. Die haben auch gewisse Pflichten nach dem BÜPF. Diese neue Kategorie von Anbietern abgeleiteter Kommunikationsdienste, die werden dann in ihren Pflichten den Access Provider gleichgestellt, wenn eine von diesen zwei Bedingungen zutreffend ist. Wenn für eine Organisation, also für eine solche Firma in einem Jahr mindestens 10 Überwachungsgesuche eingegangen sind oder wenn diese Umsatzschwelle überschritten worden ist, dann trifft die dieselben Pflichten, wie sie auch für die Access Provider, für die FDA gelten. Das heißt, sie müssen aktiv überwachen können und sie müssen auch die Vorratsdatenspeicherung vornehmen. Soweit eigentlich die klare Definition und Unterscheidung nach dem Gesetz, so wie sie auch beschlossen und debattiert wurde zur Einführung des neuen BÜPF. Nun mit praktisch gleichzeitig mit der Einführung im letzten Jahr des neuen Gesetzes hat die zuständige Behörde ein Merkblatt veröffentlicht, in dem sie diese Kategorien anders interpretiert haben möchte. Und zwar sollen auch reine Kommunikationsdienstanbieter, also Unternehmen, die
E-Mail-Plattformen, Messaging, Chats etc. anbieten. Auch diese sollen als FDAs gelten und die etwas strengeren Pflichten unterworfen sein. Und auch Unternehmen, welche Dienste sowohl als auch anbieten, also in einer Einheit Internetzugang und in einer Einheit Kommunikationsdienste, auch die sollen für alle Dienste als FDAs gelten. Beides ist nach Gesetz und Verordnung und nach der Debatte eigentlich so nicht korrekt. Und genauso sollen diese Pflichten aus dem BÜV auch für ausländische Firmen gelten. Auch das wurde eigentlich in der Botschaft zum Gesetz klar gesagt, dass dies nicht gehen würde, weil das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass zum Beispiel ein E-Mail-Anbieter im Ausland, zum Beispiel GMX, plötzlich zweierlei Gesetzen unterworfen wäre. GMX müsste dann unter Umständen nach dem BÜV eine Vorratsdatenspeicherung nach Schweizer Recht machen, wenn es aber in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung gibt oder sie sogar verboten ist, dann kann sie sich aussuchen, nach welches Gesetz es verstoßen möchte. Also rein nach dem Territorialitätsprinzip ist ein solches Konstrukt eigentlich nicht denkbar. Gegen diese Interpretation regt sich Widerstand, sodass dieses möglichst dann nicht in die Praxis übergehen soll. Es gibt dann noch neben diesen drei Kategorien noch alle anderen, und die trifft eine Duldungspflicht nach dem Gesetz. Das heißt, sie müssen wohl nicht aktiv überwachen können. Wenn die Behörden aber überwachen möchten und eine Genehmigung dafür kriegen, dann müssen sie diese Duldung und auch Zugang zu Gebäuden oder auch zu den Systemen ermöglichen, damit so eine Überwachung möglich wird. Neben dieser aktiven Überwachungspflicht gibt es noch die Pflicht zur Teilnehmeridentifikation. Die Pflicht zur Teilnehmeridentifikation, die betrifft auch diese Anbieter von Kommunikationsdiensten. Also nicht nur die Fernmeldedienstanbieter, sondern auch zum Beispiel E-Mail, Instant Messaging etc. Das heißt, dass es in der Schweiz mit dem neuen Gesetz praktisch unmöglich wird, Kommunikationsdienste in größerem Stil anzubieten, die man auch anonym nutzen kann. Es ist allerdings so, dass eine Ausweispflicht bei Mobilfunkdiensten besteht, bei einer anderen Plattform reicht so etwas wie ein SMS-Code, den man bekommt und zur Bestätigung dann eingeben muss, und das ist dann die Teilnehmeridentifikation. Diese Pflicht zur Teilnehmeridentifikation betrifft auch diese Personen, welche ihr WLAN anderen Personen zur Verfügung stellen. Hier gibt es die Unterscheidung, dass wenn jemand dies rein privat tut, also ein WLAN Access Point, auch wenn ich zum Beispiel ein Restaurant oder so betreibe, wenn ich das tue und einen WLAN Access Point selber einkaufe, installiere und betreibe, dann müssen die Benutzer dieses Access Points nicht identifiziert werden. Wenn ich das aber einem professionellen Dienstleister übergebe, wenn ich also eine Firma beauftrage, für mich WLAN Access Points zu installieren, dann müssen die Benutzer von diesem Dienst, wenn sie ihn verwenden, auch identifiziert werden können. Teil der Überwachung ist auch die Vorratsdatenspeicherung. Das war ursprünglich, wurde hier die Kommunikation zwischen zwei Personen festgehalten. Also dann, wenn ein Telefonat stattgefunden hat, oder dann später ein SMS etc., da wurde diese Verbindung gespeichert, für 6 Monate aufbewahrt, damit Strafverfolgungsbehörden in der Verfolgung von Straftaten darauf zugreifen können. Mittlerweile ist es so, dass dies nicht mehr unbedingt die Kommunikation zwischen Personen betrifft, sondern es wird ein Datensatz angelegt, jedes Mal, wenn ein Smartphone auch von sich aus kommuniziert. Also dann, wenn eine App prüft,
ob jetzt eine Nachricht angekommen ist, also die WhatsApp nimmt Kontakt auf zum Server und guckt, gibt es eine neue Nachricht, dann ist das eine Kommunikation im Sinne des GIF und generiert einen Datensatz. Also da haben wir dann einen sehr starken Anstieg gesehen von den Daten in der Vorratsdatenspeicherung durch diese Tatsache. Diese Daten ermöglichen dann auch Rasterfahndungen und dies ist eine Spezialität im BÜV. Normalerweise werden in diesem Gesetz werden Leute überwacht, gegen die ein Tatverdacht besteht. Das ist beim Antennensuchlauf nicht so, da wird der Tatverdacht so konstruiert, dass man zu einem spezifischen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort war, wo eine Straftat stattgefunden hat und ist so Teil dieser Rasterfahndung und ist potenziell eine Verdächtige oder ist eine verdächtige Person. Es wird dann oft gesagt, dass nur Schnittmengen an die Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert würden, also typischerweise es hat zwei Überfälle gegeben, die man derselben Täterschaft zuordnet und sagt dann gut, die alle Personen, alle Handys, die zum Zeitpunkt X an diesem Ort waren und Y an diesem, das sind jetzt die Verdächtigen und die würden entsprechend dann an die Behörden weitergegeben und weiter untersucht. In der Tatsache sieht das etwas anders aus. Zum Beispiel auch der sehr bekannte Fall Rupperswil ist kein Einzelfall. Es finden aktuell ungefähr etwa 125 Antennensuchläufe pro Jahr statt. Es gibt einen Fall, der hat über 30 Funkzellen betroffen. Bei einer Zelle war der Überwachungszeitraum 15 Tage und am Schluss wurden über 150.000 Verbindungsdaten an die Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert, welches alle dann natürlich in dem Sinn verdächtige Verbindungen oder Personen oder Handys sind. Man sieht am Beispiel dieses Antennensuchlaufs auch, dass es hier nicht darum geht, gleich lange Spieße für Polizeibehörden zu schaffen, wenn sich Straftaten ins Internet verlagern. Hier geht es darum, zum herkömmliche Straftaten in der realen Welt zu verfolgen und man macht das, indem eigentlich unsere Smartphones, die wir tagtäglich permanent mit uns rumtragen und Informationen aussenden, als Ortungsranzen missbraucht werden. Zusätzlich gibt es auch die Identifikation der Internetbenutzerin, und zwar über die IP-Adressen, die sie beim Surfen oder anderen Diensten im Netz verwenden. Da hatten wir ursprünglich eigentlich ja statische IP-Adressen, also jedes Gerät oder jedes ADSL-Anschluss hatte eine fixe IP-Adresse und die wurde diesem Anschluss zugeordnet und man konnte zurückverfolgen, wer allenfalls was im Internet gemacht hat. Dies wurde dann durch dynamische IP-Adressen abgeändert, weil IP-Adressen knapp sind. Das hat dann einen Datensatz in der Vorratsdatenspeicherung vielleicht pro Tag. Das ist so typischerweise der Zeitpunkt, wo ein ADSL-Modem seine IP-Adresse ändert. Hat dann einen Datensatz in der Vorratsdatenspeicherung gegeben. Zum Beispiel bei Cable-Modems ist es noch viel weniger häufig. Da ist es vielleicht alle paar Monate, wo eine IP-Adresse ändert, gibt einen Datensatz. Diese IP-Adressen, die schlagen sich dann beim Kommunikationspartner nieder und werden dort oft typischerweise in Server-Log-Files abgelegt, wenn ein Zugriff auf diesen Server stattgefunden hat. Wenn nun auf diesem Server ein Forum betrieben wird, bei dem zum Beispiel eine Beleidigung etc. gemacht wird, dann kann dies auf den Ursprung zurückverfolgt werden.
Das heißt nun aber auch auf diesem Beispiel, dass IP-Adressen Daten sind, die sich auf Personen zurückbeziehen lassen. Und sie unterstehen deshalb auch dem Datenschutzgesetz. Diese Informationen, die IP-Adressen, dürften daher eigentlich nur sehr eingeschränkt von den Serverbetreibern aufbewahrt werden. Die müssten eigentlich, würde man sagen, nach ein paar wenigen Tagen überschrieben werden oder gleich von Anfang an anonymisiert. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche Entwicklung. Wir verwenden nicht nur dynamische IP-Adressen, sondern typischerweise in Public WLANs und in Mobilfunknetzen teilen wir uns eine IP-Adresse mit Dutzenden, wenn nicht gleich Hunderten von Personen gleichzeitig. Die Technik dazu heißt Network Address Translation NAT. Seit diese in Betrieb ist bei den Providern, müssen diese Übersetzungstabellen, das heißt, welche interne IP-Adresse hat zu welchem Zeitpunkt welche externe IP-Adresse verwendet, ebenfalls aufgezeichnet werden. Und mit diesem Vorgang explodieren nun auch die Aufzeichnungen in der Vorratsdatenspeicherung. Hatten wir vorher mal eine fixe IP-Adresse, dann vielleicht eine dynamische IP-Adresse, die sich hin und wieder mal geändert hat, sehen wir hier nun, und die Zahl ist schon ein paar Jahre alt, 1 Milliarde NAT-Übersetzungsvorgänge pro Tag und pro Mobilfunkprovider. Kommt hinzu, dass die Überwachungsbehörde, der Dienst ÜPF, nicht nur die Speicherung dieser Übersetzungsvorgänge fordert, sondern zusätzlich auch die Destination IP, das Ziel. Hiermit wird unsere Internetnutzung aufgezeichnet. Der Zweck sei die Identifikation der Benutzer. Tatsächlich könnten mit diesen Daten aber auch ähnlich wie wir es beim Antennensuchlauf kennen, könnte nachvollzogen werden, welche Webserver und welche Internetdienste von einer Person in den letzten 6 Monaten verwendet oder besucht worden sind. Oder umgekehrt, welche Personen in den letzten 6 Monaten welchen Dienst oder Server verwendet haben. Der Zweck sei Identifikation, grundsätzlich stimmt das nicht. Die NAT-Tabelle, dieser Übersetzungsvorgang, mit diesem kann man den Ursprung identifizieren. Nun ist es aber typischerweise so, dass in diesen Serverlog-Files, wo die IP-Adressen gespeichert werden, die Anfrage der IP-Adressen, und wir erinnern uns, das ist eigentlich ist da schon datenschutzrechtlich bedenklich, in diesen Serverlog-Files werden nicht die Source-Ports, die anfragenden Ports gespeichert. Und diese wären nötig, um diese Identifikation tatsächlich zu machen. Welche Provider diese Informationen in welcher Form speichern, ist nicht bekannt. Wir wissen es von 3. SBB3, die speichern diese Informationen. Dies ist vor ein paar Jahren mittlerweile schon aufgetaucht bei einer Untersuchung des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Swisscom Mobile gibt zur Auskunft nach einigem Hin und Her, dass sie nicht speichern würden und dass sie dies auch dem Dienst ÜPF so mitgeteilt hätten. Bei UPC ist die einzige Unternehmung, wo ich tatsächlich solche Tabellen mal gesehen habe, da werden nur die zugewiesenen Source Ports gespeichert, aber nicht die Destination. Wir wissen es nicht so genau, weil es schwierig ist und man hat
hartnäckig sein muss, wenn man über sein Recht auf Datenauskunft, auch auf die Vorratsdatenspeicherung Zugriff haben möchte. Und dies, obwohl uns im Verfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung das Bundesgericht genau dieses Recht zugesprochen hat. Dass wir auch das Recht haben, auf Auskunft der Daten, die über uns im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung gespeichert werden. Es ist aber auch mittlerweile ein Dreivierteljahr nach diesem Urteil noch so, dass man hartnäckig sein muss, um überhaupt auf die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung Zugriff zu bekommen. Und es werden auch dann in den meisten Fällen noch die Auskunft zu diesen NATS-Tabellen verweigert. Und was wir auch nicht bekommen aktuell von keinem Provider, ist die Information bei den Mobilfunkdaten, wo die einzelnen Funkzellen, wo wir eingewählt sind, wo die stehen, die Geoinformation oder die Postadresse, die wird von sämtlichen Providern aktuell verweigert. Da wird dann allenfalls ein weiteres Gerichtsurteil für Klärung sorgen müssen. Der zweite Teil zum BÜPF oder zur Überwachung im Rahmen von Strafverfolgung ist die Strafprozessordnung. Die ist ziemlich stark verzahnt mit dem BÜPF. Wir erinnern uns, BÜPF regelt die Pflichten und die Aufgaben von der Überwachungsbehörde und der Provider und jetzt die Strafprozessordnung, die ermöglicht den Behörden Zugriff auf diese Daten. Und sie gibt ihnen einige zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten, die nicht Bestandteil von BÜPF sind, also die nicht über die Provider ausgeführt werden. Zunächst die aktive Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Damit das gemacht werden kann, muss eine Straftat verfolgt werden, die in einem Deliktskatalog aufgeführt ist. Der ist abschließend, aber ziemlich lange. Und es braucht zudem eine Genehmigung durch ein Zwangsmaßnahmengericht. Beim Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung gibt es keinen solchen Deliktskatalog. Da reicht es, dass ein Verdacht besteht auf ein Verbrechen oder ein Vergehen. Im Fall von Missbrauch einer Fernmeldeanlage reicht aber eine Übertretung. Also das ist eine Übertretung, die verfolgt werden kann. Es benötigt auch hier eine Genehmigung durch das Zwangsmaßnahmengericht und sie ist beschränkt auf 6 Monate rückwirkend. Es gibt dann noch eine Spezialität, und zwar bei einem Verdacht, dass eine Straftat über das Internet begangen worden sei, dann müssen die entsprechenden Anbieterinnen alle Angaben zur Verfügung stellen, welche eine Identifikation der Täter ermöglichen. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen. Es gibt keinen Deliktskatalog, es reicht, dass die Straftat über das Internet begangen worden ist. Es braucht keinen Richtervorbehalt und es gibt auch keine zeitliche Beschränkung rückwirkend. Auch mit der Revision des BÜPF und gleichzeitig der Revision der Strafprozessordnung hat man es verpasst, mindestens für eine Rechtsgrundlage für den Antennensuchlauf zu sorgen. Die gibt es nach wie vor nicht. Es gibt keine Bestimmung, die eine Überwachung von noch unbekannten Personen ermöglichen. Die Überwachungsmöglichkeiten, welche sich aus der Strafprozessordnung dann auf das BÜPF stützen, und dann gibt es einige Überwachungsmöglichkeiten, die vom BÜPF unabhängig sind und von den Behörden angeordnet werden können. Zunächst noch eine Spezialität aus dem Kanton Zürich. Diese ist nicht in der Strafprozessordnung definiert. Für diese gibt es eigentlich keine Rechtsgrundlage. Die ist zwei Folien, also diese und die nächste, aus einer Präsentation der Staatsanwaltschaft Zürich, die sich hier zu beschweren scheint, dass diese Überwachung Classic, das ist das, worüber wir gleich gesprochen haben, aus ihrer Sicht unpraktisch ist. Was sie machen, sie überwachen dann nicht in dieser
Erwachung. Sara, wie Sie das nennen, nicht Personen, die verdächtig sind, sondern sie gehen zu Sara hin und überwachen da den Datenverkehr. Da es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, benötigt ist, und das ist hier rot angezeichnet, eine intakte Public-Private Partnership, das heißt ein Betreiber eines Rechenzentrums, wo der Server steht, muss mitmachen. Und es funktioniert dann nicht, wenn die Verbindungen verschlüsselt sind. Eine Möglichkeit, die geschaffen wurde mit dem neuen Bund der Strafprozessordnung, ist der IMSI-Capture, der es ermöglicht, Gespräche vor Ort mitzuhören oder entsprechend Personen und Dinge zu identifizieren. Was man mit IMSI-Capture aber auch machen kann, das ist, wie wir es nennen, unsichtbare Ausweiskontrollen. Wenn sich also Handys im Umkreis von vielleicht 100, 200, 300 Metern zu einem IMSI-Capture einwählen, dann weiß man auch, wer sich an Ort befindet. Oder man kann mit einem IMSI-Catcher auch an alle Handys, die sich im Empfangsbereich befinden, SMS aussenden. Das hat man im Ausland schon gesehen, als Leute aufgefordert worden sind, an einer Demonstration per SMS über einen IMSI-Catcher den Platz zu räumen. Die letzte Möglichkeit sind dann die Staatstrojaner, wo entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen worden sind und potenziell einen Eingriff in die digitale Intimsphäre der Betroffenen bedeuten. Hier gibt es einen etwas kürzeren Deliktskatalog, um sie einsetzen zu dürfen, er ist aber immer noch sehr lang. Und es benötigt auch hier eine Genehmigung durch das Zwangsmaßnahmengericht. Wenn wir an den Einsatz von Staatstrojanern denken, dann kommen auch automatisch Fragen hoch, wie wird denn eine solche staatliche Malware auf das Zielsystem angebracht? Wir sehen hier typischerweise drei Möglichkeiten. Entweder durch das Ausnutzen einer Sicherheitslücke, die dann der Staat in den meisten Fällen wohl sich auf dem Schwarzmarkt versorgen muss und entsprechend den Schwarzmarkt auch stützt und dann die Lücke auch offen lässt, anstatt dass er sie dem Hersteller meldet, damit sie geschlossen werden kann und wir alle geschützt sind. Die zweite Möglichkeit, und die ist auch im Gesetz vorgesehen, ist durch das Eindringen in die Räumlichkeiten, wo sich die zu überwachenden Geräte befinden. Aber das ist auch heute nicht mehr ganz so einfach, auf ein Gerät eine eigene Software anzubringen, wenn ich hier die Berechtigung nicht dazu habe. Und die letzte Möglichkeit ist dann, dass allenfalls Dritte verpflichtet werden, mitzuhelfen, um eine solche Malware ins Zielsystem zu bringen. Man könnte sich vorstellen, über sogenannte Infection Proxies, die bei einem Provider stehen und on the fly einen Download mit einer Malware infizieren und so auch das Zielsystem. Oder natürlich auch über einen Update-Server, der Updates entsprechend präpariert. Im Gesetz ist es so, dass keine solche Möglichkeit vorgesehen ist, dass private Dritte verpflichtet werden können, so etwas zu tun, also mitzuhelfen, staatliche Malware auf Zielsystem zu bringen. Es stellt sich dann die Frage, wie es generell im Strafverfahren aussieht. Im Strafverfahren gibt es einige Pflichten, die uns alle trifft, wie zum Beispiel eine Auskunftspflicht oder auch eine Pflicht zur Zeugenaussage. Es gibt aber generell keine Pflicht zur aktiven Mithilfe, dass eine Privatperson oder eine Firma wirklich aktiv mithelfen muss, ein Strafverfahren zu führen. Also auch keine Pflicht, um Staatstrojaner anzubringen. Wie ist der Stand? Aktuell ist es so, dass der schweizerische Staatstrojaner, der Trojaner Federal, vom Bundeszentral beschafft wird, vom Bundesamt für Polizei, dem FEDPOL.
Die Beschaffung scheint abgeschlossen. Gemäß einem aktuellen Zeitungsartikel vom Januar dieses Jahres sind jetzt mit diesen beschafften Trojanern werden Tests gemacht. Im Anschluss soll dieser Trojaner dann as a service den Kantonen und Polizeibehörden mit Fallpauschalen zur Verfügung stehen. Dies soweit mal zum ersten Teil zur Überwachung im Rahmen von Strafverfahren. Und jetzt übernimmt Victor Cerfi und erzählt im zweiten Teil über die geheimdienstliche Überwachung. Danke, Kirin. Geht es jetzt nicht mehr um die Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass schon ein Tatverdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt, beispielsweise auf Terrorismus oder irgendein Gewaltdelikt, sondern das ist im rein präventiven Bereich ohne konkreten Verdacht. Der Nachrichtendienst muss hier auf irgendwelchen Vermutungen aufbauen, auf irgendwelchen Informationen, und er weiß noch wenig bis nichts. Wenn er schon wirklich etwas Substanzielles wüsste, dann bräuchte es ihn vielleicht gar nicht und dann würde schon ein Strafverfahren eingeleitet. Das heißt dann auch, dass entsprechende nachrichtendienstliche Maßnahmen alle betreffen können. Es gibt also keine wirksame Schranke oder eine so hohe Schranke wie bei einem konkreten Tatverdacht. Die gesetzliche Grundlage ist das noch nicht in lange Kraft stehende Nachrichtendienstgesetz. In dieser gesetzlichen Grundlage sind die Befugnisse gegenüber früher deutlich ausgebaut worden. Ich will mich mit zwei Bereichen hier befassen, mit den sogenannten genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahmen und mit der Kabelaufklärung. Im Rahmen der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahmen hat man dem Nachrichtendienst die Kompetenz eingeräumt, das ganze Arsenal zu nutzen, das im Rahmen des BÜPF anfällt, also was Kirin vorher ausgeführt hat. Weiter ist da drin die Nutzung von IMSI-Catchern und GPS-Systemen zur Ortung, von Kameras, Mikrofonen und Wanzen, auch in Privaträumen. Das Eindringen in Computersysteme und Computernetzwerke, also auch hier gibt es den Staatstrojaner inklusive Online-Durchsuchungen und geheime Hausdurchsuchungen. Der Nachrichtendienst, der Geheimdienst, der hat von der Thematik her hat der bestimmte Gebiete, die er im Fokus hat, die er im Fokus haben darf, also ausgeschlossen. Ausdrücklich ist dabei beispielsweise die Beschaffung von Informationen über die politische Betätigung und über die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit. Die Beschaffungsmaßnahmen, die genehmigungspflichtigen, die können sich mit terroristischen Aktivitäten befassen, mit verbotenem Nachrichtendienst, mit dem Handel mit Massenvernichtungswaffen und mit Angriffen auf kritischer Infrastruktur. Nicht enthalten ist hier ein anderer Bereich, mit dem sich der Geheimdienst auch befasst, gewalttätig extremistische Aktivitäten. Das gehört also nicht dazu. Es gibt dann aber noch eine Generalklausel. Erlaubt sind solche Maßnahmen, wenn der Geheimdienst vom Bundesrat zur Wahrung wichtiger Landesinteressen bei einer schweren und unmittelbaren Bedrohung eingesetzt wurde. Das ist wiederum sehr schwammig. Erinnert ein bisschen an die derzeitigen Bemühungen von Trump, dass er sich den Mauerbau in Mexiko selber finanziert, indem er den Notstand ausruft. Kann man eine ähnliche Logik versuchen zu applizieren. Diese Maßnahmen müssen durch das Bundesverwaltungsgericht genehmigt werden und bedürfen der Freigabe durch die Vorsteherin des VGS. Ein weiteres Anwendungsgebiet, das ausgedehnt worden ist, ist die Kabelaufklärung. Das ist die Weiterentwicklung der Funk- und Satellitenaufklärung, die es schon seit längerem gibt. Ursprünglich war das Funkaufklärung, also die militärische Überwachung. Da kann man sich vorstellen,
wenn man mal davon ausgegangen ist, die Russen sitzen jetzt in Österreich, dann schaut man, dass man die Funkkommunikation von denen abhören kann, oder wenn russische Flugzeuge irgendwo im Himmel kreisen in der Nähe. Irgendwann ist das dann ausgedehnt worden auf die Satellitenüberwachung. Das ist stillschweigend eingeführt worden. Schon vor einigen Jahren hat sich die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte hiermit befasst und hat kritisch angemerkt, dass diese Satellitenüberwachung, also da kann auch Telefonkommunikation über Satellit beispielsweise darüber laufen, dass damit natürlich in die Grundrechte von Personen eingegriffen werden kann und dass das deshalb je nachdem nicht mit der Verfassung vereinbar ist oder gegen die EMRK verstößt. Vom Konzept her zielt das tendenziell auf ausländische Kommunikation, also so von der Herkunft her das Ganze, des Ganzen. Der Zweck der Kabelaufklärung, sie soll zur Feststellung, Beobachtung und Beurteilung von sicherheitspolitisch bedeutsamen Vorgängen im Ausland dienen. Nun ist es aber so, dass man in der Schweiz nicht einfach ausländische Kabel überwachen kann, sondern es muss ja irgendeine Glasfaserleitung sein, die hier durchläuft. Also zapft man die hier an, irgendwo in einem Knoten, wo die terminiert werden, mit anderen zusammengeschlossen werden. Da greift man ein ganzes Glasfaserkabel oder einen ganzen Strang von Kabeln ab. Die Idee ist, dass man hier den grenzüberschreitenden Verkehr erwischt, aber über alle diese Leitungen geht natürlich verschiedenster Verkehr. Und wenn die Idee ist, dass man grenzüberschreitende Kommunikation erfasst, dann wird in der Regel auch jemand im Inland beteiligt sein. Diese Grafik zeigt kurz auf, wie man es sich etwa vorstellen kann, also insbesondere halt viele Leute, die in der Schweiz sind, die entsprechende Kommunikationskanäle nutzen, telefonieren, SMS, Social Media, Surfen etc. Sehr viel von diesem Datenverkehr geht dann auf ausländische Server. Und irgend an einer Stelle dort, wo die Lupe ist, wird das dann abgegriffen und geht zuerst einmal, der gesamte Datenstrom dieser entsprechenden Leitungen geht ans Zentrum für elektronische Operationen, das ist eine Militäreinheit, die diesbezüglich dem Nachrichtendienst zugeordnet ist. Und je nachdem gehen die Daten dann weiter an den Nachrichtendienst. Erlaubt ist die Verwendung der Daten grundsätzlich dann, wenn sich entweder Sender und/oder Empfänger im Ausland befinden. Gemeint sind hier IP-Adressen. Das Problem ist natürlich, dass man der IP-Adresse nicht ansieht, wo der Sender oder die Empfängerin dieser Daten ist. Wenn beispielsweise jemand ein Gmx-Account hat in Deutschland und jemand mit einem Gmail-Account ein Mail schickt, da gibt es grenzüberschreitenden Datenverkehr. Wo dann aber die Senderinnen und Empfängerinnen dieser Nachrichten sind, das sieht man dieser Kommunikation nicht an oder nicht unbedingt. Das können dann natürlich auch zwei Schweizer Beteiligte sein. Ausgewertet wird das Ganze, indem man den gesamten Datenverkehr NSA-mäßig computergestützt rastert nach Stichworten mit Computeralgorithmen. Je nachdem gibt es da Hits, je nachdem wie diese Suche eingerichtet worden ist. Diese Hits werden dann von diesem Zentrum für elektronische Operationen, vom ZDO, angeschaut. Und je nachdem, wie die das einschätzen, wird dieser Hit dann weitergeliefert an den Nachrichtendienst. Die schauen das auch wiederum an, die analysieren das, die speichern das, die verarbeiten das weiter,
liefern das je nachdem auch an ausländische Dienste oder tauschen Daten mit denen aus, liefern das je nachdem wiederum auch den Strafverfolgungsbehörden. Die Idee ist, dass man hier Daten findet, die Informationen über Vorgänge im In- oder Ausland findet, die auf eine konkrete Bedrohung der inneren Sicherheit hinweisen, beispielsweise durch gewalttätigen Extremismus. Das ist ein Hint, bei dem die Idee ist, dass das weitergeliefert wird an den NDB. Die Kabelaufklärung, also konkrete Aufträge dazu, die müssen vom Bundesverwaltungsgericht genehmigt werden. Im entsprechenden Antrag ist der Auftrag zu beschreiben, es ist zu begründen, warum dies notwendig ist. Es sind Angaben zu machen zu den Kategorien von Suchbegriffen, die hier zur Verwendung gelangen sollen, also nicht zu den einzelnen Kategorien. Nicht zu den einzelnen Suchbegriffen, sondern nur die Kategorien werden definiert und die Suchbegriffe, die werden dann implementiert, ohne dass sie genehmigt worden wären vom Bundesverwaltungsgericht und können sich im Verlauf des Einsatzes dann auch ändern. Es muss klar sein, welchen Provider es betrifft und es muss zeitlich eingegrenzt sein. Und so quasi schwarz jetzt hier in diesem grünen Kasten hat man dann so verschiedene Themenbereiche, die man mit einem bestimmten Auftrag abdecken kann. Beispielsweise, dass man nach mutmaßlichen IS-Terroristen sucht oder nach gewalttätigen Extremisten, die sich international vernetzen, vielleicht irgendwo einmal an einem Gipfel auftauchen, da kann man so Kategorien definieren und darunter dann ganz viele einzelne Suchworte und man hat dann einen Computer mit entsprechenden Algorithmen, der das auswerten soll und Hits liefern soll. Diese Kabelaufklärung, die wurde irgendwann im Zuge des Erlasses und der Umsetzung des Nachrichtendienstgesetzes evaluiert und beschafft und offenbar gemäß Jahresbericht der GPDL hat man das in 2018 in Betrieb genommen. Beim Staatstrojaner, welcher vom Geheimdienst genutzt wird, ist gemäß Prüfungsbericht der unabhängigen Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Einsatz 2018 aufgenommen worden. Es gibt von Citizen Lab, einer Organisation, welche probiert, möglichst viele Einsätze von Staatstrojanern zu dokumentieren. Es gibt einen Beleg, dass die Staatstrojaner-Software Pegasus des israelischen Herstellers NSO Group in der Schweiz verwendet worden ist. Welcher Akteur dies war, das weiß man nicht. Zum Schluss ein Fazit und die Frage, was können wir tun? Anfangen können wir mit digitaler Selbstverteidigung. Wir können gewisse Schutzmaßnahmen treffen, wenn wir unsere Geräte nutzen und wie wir sie nutzen. Ein gewisser Grundschutz des Computers, dass der einigermaßen sicher ist. Wir können verschlüsselte Kommunikation nutzen, was dann einiges an Überwachung schon einmal ausschließt, wobei ja häufig für die Überwacher nicht nur der Inhalt der Kommunikation von Bedeutung ist, sondern auch alle sogenannten Metadaten, also alles rundherum. Wann hat welches Gerät, mit welchem Gerät kommuniziert, über welchen Kanal, wo waren die Geräte, wo befanden sich die in dem Zeitpunkt, wem gehört dieses Gerät, wer nutzt dieses mutmaßlich? Auch das ist sehr interessant und solche Informationen fallen natürlich je nachdem auch bei der Nutzung von verschlüsselter Kommunikation an. Bei der Verschlüsselung und auch sonst bei der Frage, welche Daten können abgegriffen werden, spielt natürlich die
Wahl von Messengers, von Anbietern und Tools eine große Rolle. Die digitale Gesellschaft hat hier eine Aufstellung gemacht, ist über unsere Homepage abrufbar, wo wir Messenger-Dienste auswerten. Man muss sich auch bewusst sein, dass man grundsätzlich insoweit keinen Schutz hat, als wenn man über das Mobilfunknetz surft oder über gewisse öffentliche WLAN und ähnliche Kanäle, dass dann die Positionsdaten auf jeden Fall gespeichert werden. Das lässt sich dann nicht vermeiden, dass das bereits Rückschlüsse zulässt. Es ist hier ein eigentliches Wettrüsten im Gang, also Leute, die sich schützen wollen. Der Staat, der sagt, ja, wir wollen alles überwachen können, der Überwachungslücken moniert. Wobei das, was der Staat dann umsetzen will und umsetzt, die Überwachung, die orientiert sich primär am technisch Machbaren, nicht in erster Linie am Bedarf. Also wenn man sich vorstellt, der Staat käme nicht auf die Idee, in jedem Mikrofone zu hängen. Aber wenn alle, die darin sind, Smartphones nutzen und man diese als Wanzen nutzen kann, das ist eine Möglichkeit, die der Staat in den Fokus rückt und für die er Kompetenzen haben will. Was fehlt bislang bei all diesen Maßnahmen ist eine Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, all diese Maßnahmen, insbesondere auch die Massenüberwachungsmaßnahmen, zu was für einer Überwachung von uns führt denn das insgesamt? Das ist ja eine andere Frage, ob jetzt die einzelne Überwachung gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Das müsste man einmal anschauen und die Zulässigkeit von Überwachungsmaßnahmen auch anhand dieser Überwachungsgesamtrechnung überprüfen. Wir haben von der digitalen Gesellschaft zwei Verfahren lanciert im Zusammenhang mit den heute besprochenen Massenüberwachungsmaßnahmen. Das eine ist eine Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung mit dem Ziel, dass die Vorratsdatenspeicherung, wie sie möglich ist in der Schweiz, analog dem Urteil des EuGH und anderer Gerichte, wo diese als unzulässig erachtet haben, gesagt wird, das geht so nicht. Wir haben im Wesentlichen gesagt, es ist eine anlasslose Massenüberwachung, die alle trifft. Eine Eingrenzung, eine vernünftige, welche Daten fallen an und dürfen verwendet werden, gibt es nicht. Und insbesondere ist auch nicht der journalistische Quellenschutz garantiert. Da gibt es zwar gewisse Mechanismen, aber die funktionieren einfach nicht. Mit der Vorratsdatenspeicherung kann der Quellenschutz, also die Frage, wer hat einem Journalisten, einer Journalistin Informationen gegeben und so weiter, geknackt werden. Dieses Verfahren ist gegenwärtig am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig, haben wir letztes Jahr eingereicht, dürfte noch einige Zeit dauern, bis das entschieden ist. Ebenfalls lanciert haben wir eine Beschwerde gegen die Kabelaufklärung, wo wir gesagt haben, das ist auch eine Massenüberwachung tendenziell von allen, weil jeder solchen grenzüberschreitenden Verkehr erzeugt und man nicht sagen kann, wer ist eigentlich wo und es letztlich auch unmöglich ist, den wirklich Nachrichtendiensten relevanten Verkehr von irrelevanten zu klären, so dass beispielsweise Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Anwältinnen und Anwälte unterschiedslos auch in den Fokus dieser Überwachung geraten und so vielleicht, was sie machen, gespeichert wird. Dieses Verfahren ist am Bundesverwaltungsgericht hängig. Wir haben dort, weil die Angaben vom Nachrichtendienst im ganzen Recht dürr waren, Anträge gestellt, dass Anhörungen durchgeführt werden, beispielsweise von jemandem, der sich mit Neurolinguistik auskennt oder sonst mit der algorithmengestützten Auswertung von Kommunikation oder dass man insbesondere Snowden dazu befragt, der sicher viel dazu zu sagen hätte. Was mit diesen Anträgen geschieht, werden wir sehen. Wir hoffen auf einen Entscheid im laufenden Jahr und es ist absehbar, dass auch das
an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergezogen werden muss. Und zuletzt bleibt ein ähnlicher Appell zu stellen oder ein ähnliches festzustellen wie schon in der Keynote, wo ja beschrieben worden ist, auch wie mühselig das sein kann, wie dornenvoll. Es lohnt sich sicher, das Datenschutzgesetz zur Hilfe zu nehmen und auch das Öffentlichkeitsprinzip, wo man amtliche Dokumente, die jetzt nicht einen Einzelfall betreffen, herausverlangen kann. Das betrifft eben beispielsweise die Vorratsdaten, die wir herausverlangen dürfen. Es betrifft beispielsweise auch den Nachrichtendienst, wo man ein Gesuch stellen kann, was habt ihr über mich gespeichert. Da werden wir vom Grundrecht CH aus demnächst wieder einen Aufruf starten, weil es schon wieder Hinweise gibt, dass diese Beschränkung, dass eben politische Betätigung nicht überwacht werden kann, einfach wieder einmal nicht eingehalten wird vom Nachrichtendienst. Das wird man immer wieder auch über den Rechtsweg durchsetzen müssen. Und es ist auch notwendig, dass das Datenschutzgesetz verbessert wird, vor allem auch, dass es prozessual leichter fällt, das Ganze durchzusetzen, die Hürden hier gesenkt werden. Das war unser Beitrag hierzu. Wir haben jetzt noch plus minus 10 Minuten Zeit, auch wo wir gerne auch eine Diskussion führen können und Fragen beantworten. Genau, wir haben hier zwei Mikrofone. Bitte einfach die Hände hochhalten, wenn eine Frage ist, und wir kommen. Danke, ich habe eine Frage an Kira. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, wonach die Provider mit diesen Daten rausrücken müssen. Sie rücken nicht raus, alle nicht. Sind Sie unter Druck des TÜV? Nein, ich glaube nicht, dass Sie unter Druck des TÜV sind oder des TÜV sind, sondern es sind unterschiedliche Hürden. Also es sind nicht mal alle gleich. Es gibt welche, die nehmen das ernster. Da musste man Sie vielleicht mal darauf hinweisen, dass es jetzt dieses Urteil gibt, und dann machen Sie das jetzt auch. Und es gibt andere, die sind wahrscheinlich auch mit ihren Abläufen sonst überfordert und können einfach, die sind einfach nicht in der Lage, auf einen klar formulierten Brief auch klar zu antworten. Da muss man einfach immer wieder nachhaken, und man gerät in diese Abteilung und diese Abteilung, und man kann irgendwie an die Geschäftsleitung schreiben, und dann kommt ein Brief zurück, der sagt, da sind Sie jetzt in der Administrationsabteilung gelandet und die würden uns dann darum kümmern. Also es ist so, ja, von den Organisationen her, und es hat so wahrscheinlich mehrere Aspekte. Der andere Aspekt dürfte durchaus auch sein, man spielt halt etwas auf Zeit, man schickt mal wieder etwas zurück und hofft dann, dass diese Person das Interesse verliert oder zu wenig hartnäckig ist, um tatsächlich auch auf sein Auskunftsrecht zu beharren. Also da ist es gut, sich auch gut zu dokumentieren und dann immer wieder einfach nachzuhaken und sagen, ich habe diesen Brief geschrieben und diesen Brief geschrieben und jetzt sagt mir endlich das, und sonst gehe ich halt zum Friedensrichter und lasse mir das klären. Also das ist dann die nächste Möglichkeit, dass man tatsächlich das Gericht anruft und sagt, okay, ich bestehe jetzt weiterhin darauf und möchte diese Daten gerne haben. Gibt es noch weitere Fragen irgendwo? Ich habe eine Frage zur Nutzeridentifikation. Ist man als Betreiber eines Webservices verpflichtet, grundsätzlich Daten zur Nutzeridentifikation aufzuzeigen? Dann, wenn du als Anbieter von einem abgeleiteten Kommunikationsdienst giltst, dann musst du das tun. Auch zu diesem Auskunftsgewährendesein ist einfach so ein Hinweis, ob man sowas wie ein How-To in der Schweiz
machen könnte, dass man ein bisschen Hilfestellung hat. Man muss ja nicht wieder alles herausfinden, wie das geht. Das andere ist die Frage, verstehe ich das richtig, dass ich ja, dass das Schweizer Datenschutzgesetz, das gilt ja nur für Firmen, die eine Schweizer Niederlassung haben. Also das heißt, wenn ich jetzt zu Facebook gehe, ich bin nicht EU-Bürger, dann werden die mir gar nichts geben. Also zum How-To lässt sich sagen, wir haben Musterbriefe bei uns auf der Website. Das Ziel müsste, aber dieser Musterbrief reicht aktuell nicht, dass man tatsächlich alle diese Daten bekommt. Wir sehen es uns aktuell etwas als unsere Aufgabe, dass wir eigentlich alle diese Provider an diesem Punkt haben möchten, wo man genauso einen Musterbrief, auch einen Musterbrief vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten nehmen kann, einschicken kann und die Daten dann einfach bekommt. Das ist unser Recht, die sollen uns diese Daten einfach geben, ohne dass ich lange hin und her machen muss und unter Umständen einen Rechtsanwalt beauftragen muss. Und von daher, how to, würde ich mir vorstellen, ja, im Sinne von einem Musterbrief, das muss müsste eigentlich erreichen. Es sei denn, es passiert irgendwie was Neues, es kommen neue Daten hinzu, dann muss man das vielleicht wieder neu auskämpfen, aber für den Zugriff auf die Daten, zum Beispiel jetzt aus der Vorratsdatenspeicherung, müsste genau das unter einem solchen Musterbrief möglich sein. Möchtest du etwas über die internationale Lage? International ist es im Moment zum Teil noch ein bisschen unklar, weil in Europa die DSGVO gilt, die Schweiz das auch umsetzen muss, aber da ist man jetzt noch dran. Und es gibt dann immer tendenziell Unebenheiten, wenn es über verschiedene Länder hinweg geht. Aber einfach gesagt, sollte das schon möglich sein, entweder auf Basis des Schweizer Datenschutzgesetzes hier, weil die hier auftreten, die Provider, oder dann, weil sie irgendwo sonst die DSGVO unterstehen, und da würde ich dann auch die internationalen Vorlagen einmal anschauen. Aber es kann im Moment sein, dass man dann zwischen Stuhl und Bank sitzt, das stimmt schon. Ergänzend kann ich auch noch, ich habe kurz erwähnt, wir werden vom Grundrecht CH aus sehr bald aufrufen, wieder an eurem Nachrichtendienst Einsichtsgesuche zu stellen. Da gibt es schon eine Vorlage und das werden wir auch nochmals aktualisieren. Danke, Simon Schlauer, ich bin Rechtsanwalt und mache auch so ähnliche Dinge mit den beiden Herren da oben. Vielleicht kurz als Ergänzung zu dem, was Kiri gesagt hat, auf die letzte Frage mit der Aufzeichnungspflicht der abgeleiteten Dienste. Also wenn ich ein normaler abgeleiteter Dienst bin, also Dienste, die übers Internet Kommunikation anbieten, wie WhatsApp, Threema, YouTube mit der Kommentarfunktion etc., dann muss ich grundsätzlich nicht die Identifikation machen. Allerdings kann es sein, dass ich abgegradet werde. Das sind, wenn ich mehr als diese 10 Fälle im Jahr habe, dann bekomme ich eine Verfügung vom Diensttyp, der sagt, du bist jetzt ab sofort eine Anbieterin abgeleitete Dienste mit, wie sagen Sie genau, erweiterten Überwachungspflichten oder so etwas Ähnliches. Und dann muss ich weiß, Simon. Das sind diese Fälle, wo ich dann aufzeichnen muss, dann habe ich im Prinzip die gleichen Verpflichtungen wie die Fernmeldedienste-Anbieter. Und es gibt noch dieses zweite Thema, dieses Merkblatt, auf das du hingewiesen hast, dass der Dienst ÜPF von sich aus meiner Sicht eine klare Überschreitung seiner Kompetenzen definiert hat, dass diese Anbieter, dass gewisse Arten von Anbietern abgeleitete Kommunikationsdienste eben als Fernmeldedienste gesehen werden. Also alle die solche Dinge wie zum Beispiel Messaging machen, Telefonie, solche Dinge übers Internet, so also over the top, die gelten plötzlich als Fernmeldeanbieter. Und wir haben im Moment einen Fall am Laufen beim Bundesverwaltungsgericht, wo wir genau dieses Merkplatz attackieren. Wir gehen politisch vor im Moment mit einer Anfrage an den Bundesrat, weil es gibt in der Botschaft zum BIPF an das Parlament eine sehr klare Aussage, dass solche Chatdienste eben abgeleitete Dienste sind und nicht Fernmeldedienste. Ich muss es mal einfach sagen, passt ins Konzept, das wir mittlerweile vom Dienst ÜPF kennen, dass konsequent immer die gesetzlichen Grundlagen ausgereizt werden und man sich immer dagegen wehren muss. Das ist wirklich bedauernd. Vielen Dank. Noch zur DSGVO. Also ist die, wenn ich Schweizer User bin bei einem Schweizer Anbieter, wie zum Beispiel der SBB, ist die DSGVO unmittelbar anwendbar bereits in der Schweiz? Ah,
Ah, gute Frage. Wenn ich den Stand jetzt richtig im Kopf habe, vielleicht kann ich dann Simon noch korrigieren. Nein, aber wir sollten eine gleichwertige Regelung haben. Haben wir in vielen Bereichen auch schon, aber in einigen Bereichen noch nicht. Es sollte ja daneben sein, dass das gut miteinander verzahnt ist, oder man sagen kann, ja, also entweder ist direkt die Regelung in einem EU-Staat, die zur Anwendung gelangt, oder die Schweiz auf eins von beiden kann ich mich berufen, die Rechte sind in etwa gleich, dann spielt es ja keine Rolle. Und so weit sind wir noch nicht. Und wenn man jetzt einen Fall hätte, wo man da zwischen Stuhl und Bank sitzt, was man dann machen kann, das müsste man im Einzelfall anschauen. Also wenn man einfach die Gesetze anschaut, dann passt es vielleicht nicht zusammen. Da müsste man schauen, damit, dass die DSGVO, dass das eben umgesetzt sein sollte, also äquivalent zur DSGVO, man damit noch etwas machen kann. Aber das wird nicht in Anfang. Ich habe noch eine Frage. Wie sind die Situationen, wenn man einen Freifunkrouter anbietet? Da gebe ich ja einen offenen Zugang hier in der Schweiz, oder? Und der Exit Point ist irgendwo bei einem Verein in Deutschland, oder? Welches Recht gilt beides jetzt? Oder? Ich würde meinen, dass du nicht darunter fällst, wenn du den Access Point selber betreibst. Also jetzt grundsätzlich, die erste Frage ist, genau die, die du gestellt hast, oder welches Recht ist anwendbar, kann dann gut sein, dass beides ist. Sicher war die schweizerische Regelung, und dort denke ich aber auch, dass die dich einfach gesagt zu nichts weiter verpflichtet. Also da bist du dann nicht in der ganzen Maschine drin. Okay, mit der Zeit sind wir jetzt leider durch. Ich bitte nochmal um einen herzlichen Applaus für diese beiden spannenden Talks.